38-jährige Geophysiker steht an der Schwelle zum ersten Weltraumeinsatz auf der Internationalen Raumstation. In Houston absolviert er die letzten Trainingseinheiten im gigantischen Pool der NASA. Er übt an Modellen der Raumstation in 10 Meter Tiefe das, was zum spektakulärsten, aber auch gefährlichsten im All gehört, den Außeneinsatz. Freischwebend, nur mit einer Verbindungsleine, führt er dort Reparaturen an der Außenwand aus. Ein falscher Handgriff führt zur Katastrophe. 6 Stunden dauert der Ausstieg aus der Raumstation, das Training im Pool natürlich ebenso lang. Die Astronauten gehen dabei körperlich und geistig an ihre Grenzen. Warum geht man mit den Astronauten in dieses Wasserbecken? Ja, wir wollen die EVA, den Weltraumspaziergang, draußen im Vakuum machen, in der Schwerelosigkeit. Und da müssen wir üben, wie es ist, wenn man sich in diesem Anzug bewegt ohne Schwerkraft. Wo es kein Oben und kein Unten gibt, wo alles schwebt. Und das kann man am besten im Wasser machen. Hans Schlegel weiß, wovon er spricht. Seit Jahren trainiert er die Astronauten von der ESA für ihre Weltraumspaziergänge. Rückblick. Vor 4 Jahren. Alexander Gerst, Astronautenanwärter, besteht mit 7 anderen alle Tests. Ist aus tausenden Bewerbern für die Ausbildung ausgewählt worden. Das Training beginnt allerdings erst, nachdem sie in Cape Canaveral gemeinsam den Startplatz für ihre Träume besucht haben. In Floridas Weltraumbahnhof führt die NASA stolz ihr startbereites Atlantis-Shuttle vor und lässt den Nachwuchs sogar in die sogenannte Processing Facility, wo die Space Shuttle nach ihren Flügen auf Schäden untersucht werden. Selbst Uhren und Ringe müssen abgelegt werden. Jede noch so kleine Beschädigung der Außenhaut des Shuttle ist lebensgefährlich für die Besatzung. Und dann der Höhepunkt des Besuches. Die Astronautenanwärter dürfen die Originalkacheln des Shuttle in die Hand nehmen. Sie sind der Schutzschild beim Eintritt in die Atmosphäre, halten Temperaturen von minus 200 bis 1000 Grad plus aus. Sicherheit ist das Thema Nummer 1 in der Raumfahrt. 2 Shuttle sind schließlich bereits abgestürzt. Verdrängt man als Astronaut eigentlich die Angst? Ich bin eigentlich nicht ein sehr risikofreudiger Mensch, habe ich gemerkt. Ich wirklich analysiere gern das Risiko um mich herum, die Gefahren. Und wenn ich ungefähr denke, dass ich das abschätzen kann, dann gehe ich das Risiko ein. Und dann bin ich auch bereit, ein gewisses Risiko einzugehen, wenn es dann wert ist. Wenn das, was dabei rauskommt, das rechtfertigt, und das ist dann schon okay. Aber ich denke, dass ich mich da gar nicht so weit von anderen Menschen unterscheide. Ich denke, das macht jeder so, es ist vielleicht nur nicht so ganz so offensichtlich. Das alles ist Vergangenheit. Die NASA hat die Space Shuttle inzwischen eingemottet. Der Transport zur ISS erfolgt mit russischen Sojus-Raketen. Gerst darf sich nach 4 Jahren Training stolz ESA-Astronaut nennen und er darf in den Weltraum, nicht von Florida, sondern vom russischen Baikonur. Als er nach 6 Stunden Training im Wasserbecken auftaucht, überspielt er die Anstrengung lässig mit einem Lächeln. Nicht nur an diesem Trainingstag war Gerst zu 100% gefordert. Seit 4 Jahren übt er für seine Weltraummission und hier in Houston, in Tokio, im russischen Sternenstädtchen und in Köln fast rund um die Uhr, oft auch an den Wochenenden. Das ist mein Traumberuf in Wirklichkeit. Und ich habe mich natürlich immer gefragt, wird es noch anstrengender, wird es noch schlimmer? Aber es war nicht so, es war aushaltbar. Ich denke, es ist schon so, dass man das sagen kann, dass die Weltraumorganisationen, die ESA, die NASA, die russische, die wissen schon, wie man Astronauten trainiert, ohne dass sie hinterher einen Burnout haben und nicht mehr fliegen können. Das heißt, man achtet schon darauf, dass man das auch durchhalten kann. Aber es ist natürlich trotzdem eine anspruchsvolle Sache. Anspruchsvoll, weil ständig neue Anforderungen auftauchen. Hier zum Beispiel übt Gerst das Einfangen eines Moduls zum Ankoppeln an die Weltraumstation. Das ist kein Video. Hier geht es um die lebenswichtige Versorgung der Station. Fehler beim Andocken können Astronauten das Leben kosten. Gerst weiß das und ist dennoch, auch nach 4 Jahren Schweiß und Entbehrungen, euphorisch im Training für den Flug ins All. Und er hat gute Chancen, etwas zu erleben, was nur wenige Menschen bisher erleben durften, den schwerelosen Flug im All. Und vielleicht ist das für ihn ja sogar nur der erste Schritt. Er hat nämlich noch einen weiteren Traum, die Reise zum Mars. Ein Weltraumheld, der plant schon dafür, die Legende Buzz Aldrin, der 2. Mann auf dem Mond. Wir brauchen eine gemeinsame Organisation, die die Führungsrolle bei dieser Operation übernimmt.
Und wenn die Vereinigten Staaten nicht mit anderen zusammenarbeiten, dann ist es ganz logisch, dass allen anderen Nationen geholfen werden muss. Und dabei müssen wir sicherstellen, dass jede einzelne Hilfsmaßnahme auch direkt dazu beiträgt, dass wir zum Mars fliegen. Ob Mond oder Mars, Buzz Aldrin hat der Weltraum nie mehr losgelassen wie alle, die einmal dort oben waren. Sie alle sind fasziniert vom Blick auf den blauen Planeten Erde und sprechen danach alle mahnend von der Verantwortung, diese Lebensinsel im All zu schützen.